So, Anforderungspunkte einfach mal einsammeln. Oh, ist das süß, der Razorback versucht, bei der Tyrannenwache Schaden zuzufügen. Viel lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern marschiert einfach mitten durch. So, die Energie sammeln wir auch noch ein. Und da sind schon wieder Scout-Trupps mit Granatwerfern. Und ja, mit der Tyrannenwache haben wir eigentlich eine ziemlich starke Nahkampfeinheit. Ist halt eine große Tyranniden-Einheit. Oh, da laufen auch noch mehr Kampfteams rum. Räum mal das Gebäude da frei. Das Gebäude eines Verbündeten ist zerstört worden. Der war nicht wirklich ein Verbündeter. Okay, vor dem müssen wir uns jetzt in Acht nehmen. Wir können nämlich meine Tyrannenwache übrigens zusetzen. So, stürzen. Genau. Schalten wir noch hier aus und dann müssen wir die Sturmtruppen da oben ausschalten. Oh, ich habe einen Senator verloren. Dann zieht euch mal zu meinem Schwarmlord zurück. Okay, ihr könnt nicht nachgefüllt werden, weil ich die Bevölkerungsgrenze erreicht habe. Macht Sinn. Ah ja. Die Tyrannenwache ist ein richtiges Abrisskommando. Du läufst einfach mal hier blutig durch die Mauer durch. Venator verloren. So, jetzt müsste ich eigentlich einen neuen Venator kriegen. Ach, ist ja toll, die Venatoren, die ich als Truppen kriege, als Anfangstruppen, können sich sogar schon eingraben. Hallo, Gegner. Biomorph in Arbeit. Sind da meine Ganten gestorben? Scheint so. So, die Gegner sind tot. Dann töten wir noch die da und nehmen das Nest ein. Jawohl, jetzt sind meine Venatoren wieder nachgefüllt. Einfach so mit meinem Schwarmlord. Sergeant Lysandros, bitte kommen. Wir werden angegriffen. Unser Auftrag ist gefährdet. Bleiben Sie ruhig, junge Brüder. Ich werde schwere Unterstützung entsenden. Sie wird in wenigen Momenten ankommen. Ressourcenpunkt erobert. Bevölkerungslimit erreicht für die Großen, also holen wir uns einfach Thermaganten und ein Cyborg will uns an den Kragen. Der hat aber kaum eine Chance gegen unsere Krieger und unsere Tyrannenwache. Da kommen zwei Razorbacks. Aber ja, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, den Razorback ausschalten. Oder ne, ich mache einfach die Mission durch und mache zwischendrin mal meine passende Stelle kurz einen Schnitt. Venator fällt außer Gefecht. Und ich habe wieder einen Venator verloren, der gleich nachgerüstet wurde. So. Einfach alle Feinde weg. Wurzeln. Das Ding hier zerstören. Und das da zerstören. Da können einfach meine Truppen einfach durchbrechen und dort auch schießen.
So, jetzt gehören hier die Geschütztürme. Wieder mal. Warmlord füßt die Krieger weg. Und die haben keine Chance gegen den Schwaren. Verwüsten kann der auch. Der muss alles aufstellen. Ja, der kann stürmen, heißt es bei ihm. Okay. Da kommt Verstärkung wieder runter. Das da und jetzt tötet den Cyborg. Ganten zurückziehen lassen dann mal. Mit die Kapseln töten, den Cyborg töten. Und ja, man kann auch die Kapseln töten. Und jetzt muss nur noch das HQ weg. Da kommt noch mal was runter. Jetzt zieht es mal weg. Du kannst ihn doch jetzt einpanzern. Sieht richtig aus. Aber er regeneriert sich verdammt schnell dadurch. Was? Oh Gott, Sturmterminator. Und wieder aufstehen. Und auf den Cyborg losgehen. Ja, ihr seid Krieger, ihr solltet eigentlich gut über den Nahkampf. Sturmterminatoren. Glückwunsch zum Sieg. Und wem genau interessiert das, dass der Aszendant triumphieren wird? Wir wollen einfach nur Biomasse verschlingen. Oh, Belohnung Rezeptor. Rezeptoren können nun von der Fähigkeitsleiste aus errichtet werden. Sie stoßen explosive Sporen aus, die Gegner unterdrücken und schädigen. Also Rezeptoren sind unsere Geschütztürme sozusagen. Und die können wir ab der nächsten Mission eben auf der Karte einsetzen. Schwarmlord hat ein Level-Up. Mal gucken, was wir an Gegenständen noch so bekommen haben. Also jetzt erstmal die Belohnungswahl. Wir können Scherenklauen nehmen. Plus 25 Nahkampffähigkeiten. Diese krebsscherenartigen Krallen dienen dazu, dem Ziel maximal zuzusetzen. Sie brechen Rüstungen aus Plastikstahl, Keramit und Phantomkristall in Handumdrehen auf. Also Phantomkristall sind Eldar-Rüstungen und Plastikstahl müsste Space Marine sein. Keramit, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Der Tyranniden-Liktor, eine Eliteeinheit, die mit Fähigkeit Infiltration und dem tödlichen Fleischhaken ausgestattet ist, erkennt infiltrierte Einheiten. Die finde ich nie so besonders, die Liktoren. Sind nicht besonders stark und Einzelgänger eigentlich. Dann doch lieber Venatoren, die Neuralfresser. Lässt Venatoren mutieren und gewährt die Fernkampfwaffe Neuralfresser. Wirkungsvoll gegen alle Ziele. Genau. Jetzt haben wir das hier freigeschalten. Jetzt blinkt das hier ein bisschen, um zu zeigen, dass das neu ist. Ah, es sind Bondentruppen, die infiltrieren. Das wäre auch nicht schlecht. Oh, das hier ist eine Hauptmission diesmal, der Blutfluss. Bei den anderen Kampagnen ist das hier eine Nebenmission eigentlich. Aber erst einmal den Schwarmlord Level abgeben. Und zwar gehen wir in Richtung schnelle Mutation. Erst einmal den Tyrannenpanzer, also jeder Angriff auf den Panzer des Schwarmlords löst eine harzige Schleimverhärtung aus und erhöht so seinen Rüstungswert. Also wenn er angegriffen wird, kriegt er mehr Rüstung. Was geben wir ihm? Kriegt er mehr Gesundheit und den Tyrannenpanzer. Er ist ja eigentlich auch ein Tyrant, wie ich schon mal gesagt habe. Also ein Schwarmtyrant. Nur wird er hier halt in der Kampagne gerne als Schwarmlord betitelt.
Wollen wir was Unerwünschtes wegwerfen? Nö. Obwohl wir die beiden nicht so wirklich brauchen, aber gucken wir mal. So. Das war es dann wieder mal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Und ja, es geht los mit der nächsten Mission, der vierten Mission, genannt Blutfluss. Und wie man schon sehen kann, geht's gegen Orks. Und vergesst nicht, nutzt diese glänzenden Brücken, denn da bringen Glück. Wenn Dadana Hinterhalt ist, dann wird er wohl an der Depot sein. Lass der Feind nicht das Depot erreichen. Unbeschützter Pickups. Ist mir egal, wie viele Gits von euch gemusst werden. Ich schicke ein paar Jungs zum Plündern voraus, und um sicherzustellen, dass da keine Hinterhalt ist. Erst Kanonen schicken, dann Jungs schicken. Alle Sorten Jungs. Also ja, es geht gegen Orks, die ein Depot plündern wollen. Das ist uns gerade recht, weil Orks sind viele und Orks... Ja, Orks sind Orks. Und wir kriegen entweder ein neues Biomorph. Was die Energie höher macht, evolutionäre Erweiterung der Form des Schwarmlords, die ihn im Kampf effektiver werden lässt. Naja, nicht so wirklich viel. Ich hätte lieben gern mal eine neue Rüstung für ihn. Einen neuen Panzer, besser gesagt. Erweiterte Muskelfeder ermöglicht es, den Venatoren Grabangriff zu nutzen. Oder Zorntrophen. Langsame empfindliche Artillerieeinheit ist mit den Fähigkeiten konzentrierter Warpblitz und Warpfeld ausgerüstet. Projiziert eine Synapsenaura, die die Gesundheitsregeneration von Einheiten im Umfeld erhöht. Oh, das ist praktisch. Da werde ich mich vielleicht für die Zorntrophen entscheiden. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder in die Mission. Oh, wir können uns für die Tyrantenwache entscheiden oder für Termagantenbrut dieses Mal. Ich würde die Tyrantenwache bevorzugen. Da nehme ich doch lieber statt den Venatoren. Ja, machen wir es so. Obwohl, das sind Orks. Orks sind eigentlich im Nahkampf. Naja gut, schießen wir sie um den Haufen. In Ansicht der Gefahr, manche Trupps und Geschütze können nur Feinde angreifen, zu denen sie ausgerichtet sind. Ja, haben wir schon ein paar Mal erlebt. Eine Einheit ausrichten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf gewünschten Ausrichtungsort und halten Sie die Taste gedrückt. Ziehen Sie mit der Maus in Richtung, die Einheit blinken soll, und lassen Sie sie dann los. Ein Geschütz bauen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Ort, wo das Geschütz stehen soll, bewegen Sie Ihre Maus dann und klicken Sie mit der Maustaste in die Richtung, in die das Geschütz zeigen soll. Biologische Verbesserung unterwegs. Brauchen wir die Verbindung. Fahr langsam, sonst zerbrichst du meine Bits, hat er gesagt. Und vergess nicht, auf der glitzernden Brücken zu fahren. Ja, danke. Hör zu, Gitz. Warboss Klatschgesicht sagt, da liegt ein Kampf vor uns. Und wir müssen unser Zeug zum Rohr bringen. Sorgt also dafür, dass genug Pickups am Depot vorbei und zum Rohr kommen. Ja, ja, kommt ruhig. Zum Rohr. Wir sind auch hier. Und ja, wir haben die neue Globalfähigkeit, den Rezeptor. Schießt Spuren ab, die den Feind in einem Bereich unterdrücken und ihm Schaden zufügen. Ah, ja. Wir müssen aber jetzt eher erstmal weiter und dazu holen wir uns noch Symbiontenblut. Wir brauchen zusätzliche Energie. Oder wollten uns Symbiontenblut holen. Aber wir haben keine Energie für Symbiontenblut. Deswegen wird verbessert. Raiden wir jetzt einfach mal die Krieger ab, während die Tyrantenwache sich im Nahkampf um die Stormboys kümmert. Die wegen Unterdrückung eh nichts machen können. Zerstören Sie Fässer. Das mache ich gerne. Hallo. Genau. Das macht es hier nämlich alles Boom und die Orks werden begraben.
Genetische Erinnerung. Das klingt interessant. Oh, noch mehr Orks. Oschampois. Also Kanonenfutter. Die greifen auch noch meine Krieger an. Krieger sind eigentlich überlegene Nahkämpfer. Nur in der Kampagne werden sie als Fernkämpfer genutzt.